Kamala Harris sagte am Mittwoch bei einem Besuch in Vietnam, die US-Regierung werde den Druck auf China erhöhen. Sie kritisierte die Volksrepublik gegen exzessive maritime Ansprüche. Die chinesischen Staatsmedien warfen den USA Scheinheiligkeit und den Versuch vor, die Länder in der Region zu bedrängen und einzuschüchtern. Am Dienstagmorgen hat der stellvertretende Außenminister der Ukraine Jewgeni Jenin in einem Interview mit dem öffentlichen Rundfunk mitgeteilt, ein ukrainisches Flugzeug, das in Kabul zur Evakuierung von ukrainischen Bürgern angekommen sei, sei am Sonntag von unbekannten Personen entführt worden. Nach Angaben des Diplomaten war die Maschine in Richtung Iran unterwegs. Später dementierte der Pressesprecher des Außenministeriums Oleg Nikolenko diese Nachricht. Der australische Senat hat ein Gesetz verabschiedet, das den Import von Waren aus der Zwangsarbeit verbietet. Hintergrund davon ist die Zwangsarbeit von Uiguren in chinesischen Arbeitsbetrieben. In China wird der Personenkult um Staats- und Parteichef Xi Jinping verstärkt. Künftig sollen schon Grundschüler in seinen Lehren unterrichtet werden. Damit will sich Xi auf eine Stufe mit Staatsgründer Mao Zedong stellen. Die neue Richtlinie schließt auch die Oberstufe und den Unterricht an den Universitäten ein. Norwegen hat ein elektrisches Transportschiff entwickelt, das ohne Besatzung auskommt. Noch dieses Jahr soll das Schiff zwischen zwei Häfen in Norwegen in Betrieb genommen werden. Der Direktor des US-Auslandsgeheimdienst CIA, Burns, ist offenbar in Kabul mit dem führenden Vertreter der Taliban, Baradar, zusammengekommen. Hintergrund dürften die Bitte der Westmächte sein, das Datum des Abzugs zu verlängern. Der englische Verteidigungsminister stellte klar, dass ein Zitierfehler der Presse zu dem Missverständnis führte, er habe gesagt, dass die Türkei ein Flüchtlingsaufnahmelager sei. Der chinesische Präsident Xi Jinping und sein russischer Amtskollege haben telefoniert. Bei dem Gespräch ging es um Afghanistan, die Pandemie und die weitere Zusammenarbeit beider Staaten.